habe heute einen Tag für euch, den Entweder-Oder-Tag. Und zwar mache ich das zusammen mit der Ella. Den Kanal verlinke ich euch unten in der Infobox, die hat den Tag auch gemacht. Und ja, wir haben die Fragen von einem anderen YouTube-Kanal, auch den Link gebe ich euch unten in die Infobox. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe die Fragen hier unten auf so einem Zettel stehen, deswegen gucke ich ab und zu mal runter. So, Frage 1. Springen oder Dressur? Eigentlich eher springen, aber da Robin ja nicht mehr springen darf, sind wir wohl zur Dressur übergelaufen. Spooks oder Eskadron? Oh, Spooks finde ich toll. Einfach diese Schabracke mit dem Krönchen, ist meine Lieblingsschabracke. Aber die sind halt nicht so vielfältig und deswegen habe ich mehr Eskadron. Halle oder Platz? Ganz klar Halle. Ich bin voll der Hallenreiter, ich weiß auch nicht, ich lenke mich auf dem Platz selber zu viel ab. Dadurch läuft das Pferd wieder nicht gut und ja, eindeutig Halle. Stute oder Wallach? Ganz klar Wallach. Also ich wollte immer einen Wallach und ich bin auch echt froh, einen Wallach zu haben. Bling Bling oder Dezent? Ja, ich glaube, wer uns kennt, der weiß, was ich sagen werde. Auf jeden Fall Bling Bling. Glitzer ist immer gut, wenn es dabei auch noch rosa ist, ist noch besser. Gamaschen oder Bandagen? Zum Springen und im Gelände auf jeden Fall Gamaschen. Und in der Dressurarbeit auf jeden Fall Bandagen. Ich finde die einfach schöner. Außerdem passen die besser zu den Schabracken. Stiefel oder Chaps? Auf jeden Fall Stiefel. Also ich habe jetzt zwar erst seit einem Jahr meine Stiefel, aber ich finde sie viel bequemer, einmal beim Reiten und dann natürlich auch beim Anziehen, weil man eben einfach nur man zieht halt nur den Stiefel an und Reißverschluss hoch und fertig. Und bei den Chaps hast du irgendwie Stiefeletten und dann hast du den Chap, den du über den Schuh tun musst und nee, ich bin für Stiefel. Mit Glocken oder ohne Glocken? Mit Glocken. Egal, ob auf der Wiese, auf dem Paddock, in die Halle. Wir haben immer irgendwie Glocken dabei, meistens auch sogar vier, weil der Rovinius sogar hinkriegt, sich hinten die Glocken auszuziehen. Und, nicht die Glocken auszuziehen, die Eisen abzuziehen. Und deswegen hat er immer Glocken auf. Mit Halfter oder ohne Halfter auf die Koppel? Ja, ich weiß, dass manche sagen, ohne Halfter wäre sicherer. Meiner geht, seit ich ihn habe, mit Halfter raus. Einfach, weil das von den Stellen immer so angeboten wurde nur. Also die haben halt gesagt, die stellen ihn nur mit Halfter raus, eben weil es auch einfacher ist, ihn dann wieder einzufangen. Und deswegen hat er halt immer einen Halfter auf. Aber wir haben uns auch noch nie verletzt und das Schlimmste, was passiert ist, ist einfach, dass das Halfter mal weg war. Also dass ich dann einfach einen Halfter suchen musste auf der Wiese, aber er hat sich zum Glück noch nie verhakt. Schnell auf Holz. Gelände oder Halle/Platz? Ich mache beides gerne. Ich kombiniere das auch gerne, dass ich erst in die Halle gehe und ein bisschen arbeite und dann zum Trockenreiten oder zum Seele baumeln lassen nochmal raus ins Gelände. Turnier oder ausschlafen? Also ich gehe super gerne aufs Turnier und ich schlafe eh nicht so wirklich aus, also ich bin so oder so ein Frühaufsteher. Und wenn man mir die Wahl lassen würde, ob ich aufs Turnier fahren darf oder ob ich ausschlafen muss, würde ich auf jeden Fall aufs Turnier fahren. Pink oder grün? Ich verstehe die Frage nicht. Pink, hallo? Grip oder Vollleder? Ich habe leider keine Reithose mit Grip. Ich würde es aber super gerne mal probieren, weil man darin eigentlich wirklich besser sitzen soll und mehr Halt haben soll. Aber momentan würde ich sagen Vollleder. Handschuhe oder keine Handschuhe? Auf gar keinen Fall Handschuhe. Irgendwie kann ich mit Handschuhen gar nicht reiten. Mir rutschen da die Zügel durch die Hände. Ich kriege die Fäuste nicht zu. Auf jeden Fall ohne Handschuhe. Hafer oder Müsli? Rubinio kriegt nur Hafer. Schoki oder Chips? Kommt auf den Tag drauf an. Und wo man gerade so ist, wenn ich mit Freunden irgendwie am Chillen bin, dann lieber Chips, weil da ist dann irgendwie mehr drin. Da kann jeder mal reingreifen und Schokolade ist so schnell weg. Also ich alleine bin Schoki und mit Freunden eher Chips. Selfie oder Fotograf? Auf jeden Fall Fotograf. Ich finde die Fotos einfach total schön, wenn das jemand anders macht, weil man, wenn man so ein Selfie macht, ja immer in so einer komischen gestreckten Haltung ist und dann hat man hier so ein Doppelkinn und nee, lieber Fotografenbilder. Bunt oder einheitlich? Einheitlich bunt. Also ich mag das gar nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel eine pinke Schabracke habe und dazu grüne Gamaschen oder Bandagen. Also das geht nicht. Aber es muss doch nicht alles so braun und schwarz sein. Stroh oder Späne? Rubinio steht auf Stroh. Der stand doch noch nie auf Spänen. Späne finde ich aber für Pferde sehr sinnvoll, die eben kolikanfällig sind. Ja. Hänger oder LKW? Ich hätte super gerne einen Hänger, so einen Viererhänger, wo man so eine Rampe hat und dann stehen rechts und links die Pferde. Aber da bin ich noch nie mitgefahren und Rubinio leider auch nicht und deswegen würde ich zurzeit sagen Hänger. Morgens oder abends reiten? Wenn ich könnte, würde ich immer morgens reiten.
Ich finde das viel schöner morgens. Das ist noch so ruhig und man ist so gut drauf, es ist noch nichts passiert am Tag und ja, lieber morgens. Laufen lassen oder longieren? Kommt drauf an, was ich damit erreichen möchte. Wenn ich einfach nur möchte, dass Robin sich locker die Füße vertritt und mal ein bisschen ja, sich ausbuckelt, dann lasse ich ihn gerne laufen. Und wenn ich jetzt wirklich arbeiten möchte, aber nicht reiten möchte, dann longiere ich ihn auch ganz gerne mal über Stangen. Gerader Stirnriemen oder geschwungener Stirnriemen? Auf jeden Fall geschwungen. Ich finde, gerade ist so, weiß ich nicht, langweilig, veraltet. Geschwungen ist irgendwie schöner. Panikhaken oder Karabiner? Das ist mir sogar ziemlich egal, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Panikhaken, wenn es hart auf hart kommt, eh nicht aufgehen. Also, wann immer sich Rubinio ins Halfter gehangen hat, sind diese Haken nicht aufgegangen. Und bei Pferden, die irgendwie ein bisschen schwierig zu führen waren und ich hatte den Panikhaken dabei, sind die dann beim Führen aufgegangen. Also, das macht für mich gar keinen Unterschied. Ich habe zwar welche mit Panikhaken und auch ohne Panikhaken, also mit Karabiner, aber einfach nur, weil ich gar nicht darauf achte, was ich kaufe. Aachen oder Wiesbaden? Da ich noch nie in Wiesbaden auf dem Turnier war, würde ich einfach mal sagen Aachen. Da war ich aber auch schon ganz lange nicht mehr. Also ja, die Frage kann ich total schlecht beantworten, weil ich dann eher so der Fan von kleineren Messen bin. Ich war zum Beispiel auf der Equitana, dann war ich auf der Messe in Bad Salzuflen. Die Horsica, sieht mir gerade der Name nicht ein. Ja, aber ich würde auch super gerne mal nach Wiesbaden auf Pfingstturnier. Das ist bestimmt auch cool. Oder zum Hamburger Derby, da würde ich auch richtig gerne mal hin. Ja. Das waren sogar schon die 25 Fragen. Und wie gesagt, ich packe euch die beiden Links von den anderen beiden Mädels unten in die Infobox. Ja, und dann würde ich erstmal sagen, bis zum nächsten Video.